das Hammond-Entwicklungslabor braucht natürlich noch eine Weganbindung. Auch darum kümmern wir uns jetzt. Und da packen wir jetzt erstmal die Erfolgsraten-Upgrades rein. Keine infizierten Dinosaurier. Gut, und jetzt brauchen wir den Carnotaurus. Ne, den Carnotaurus. Carnotaurus. Den müssen wir jetzt einmal züchten. Das ist der hier. Da modifizieren wir natürlich auch noch mal ein bisschen das Genom, ne? Gucken wir mal. 261 Bewertung. 299. Beim Angriff 38. Jo. Sieht gut aus. Habitat. Der braucht wesentlich mehr Grasland, aber weniger Wald. Finde ich gut, denn dann können wir uns den Wald sparen. So, 376er Bewertung. Gefällt mir. Stress haben wir nichts. Belastbarkeit. Eine 414er Bewertung. So, Sozialverhalten. Das lassen wir aber. Also Einzelgänger 2.0 machen wir jetzt nicht, weil sozial 0 von 0, dann ist das Ding die ganze Zeit am Durchdrehen. Das können wir uns sparen. So, dann 152er Bewertung. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt haben wir zwar Lebensfähigkeit von minus 10%, nee, sogar minus 29%, ist aber aufgewertet auf plus 120. So, das heißt, wir züchten den und dann brauchen wir noch einen Mutter... Saurus, wo haben wir den? Da. Gucken wir uns das Genom mal hier kurz an, auch nochmal. Geben wir dem auch eine höhere Bewertung einfach. Damit wir, wie gesagt, ein bisschen mehr Besucher reinkriegen, damit die Bude hier voll wird. Habitat. Braucht mehr Grasland, weniger Wald. Ja, das machen wir auch. Lebenserwartung. Ja, der wird eh nicht so eine hohe Lebenserwartung haben, um ehrlich zu sein. Der kommt mit dem Kano zusammen ins Gehege. Ich glaube, das wird mit der Lebenserwartung ist eigentlich vollkommen egal, was für eine Lebenserwartung der hat. Der hat eine Lebenserwartung von minus 2. Achso, nee, warte mal, sozial. Doch. Ja, sozial 3 bis 9 ist okay. Und dann gehen wir nochmal bei der Lebenserwartung noch ein bisschen höher. So, 911.000. Ist ein teures Futter für den Kano. Das will nicht alles tun, ne? Ich meine, wir haben es jetzt ja. Wir haben jetzt ja 25 Millionen. Und ich habe es euch ja gesagt, so schnell kann es auch gehen. So schnell können wir in Jurassic World Evolution auch Geld verdienen. Gut, die Wege oder die Anpassung hier sieht gut aus. Wir brauchen natürlich nochmal ein Gehege. Wir machen immer noch $866.000 Gewinn in der Minute. Das ist schön. So, wir ziehen die Mauer hier gerade. So, mit etwas Glück haben wir hier sogar jetzt ein Gehege, wo die Leute von zwei Seiten aus reingucken können. Ist vielleicht ein bisschen klein, müssen wir gleich mal schauen. Erstmal brauchen wir natürlich ein bisschen Wasser hier. Ja, okay, haben wir natürlich jetzt gerade keine Möglichkeit groß. Schade. Ja, dann erhöhen wir hier ein bisschen. Geben wir dem Ganzen hier ein bisschen Gefälle. Jetzt können wir das Wasser hier auch reinplatzieren. Sehr gut. Na, vielleicht ein bisschen viel Wasser. Das sollte an Wasser eigentlich genügen. Hoffe ich mal. Und dann glätten wir das Ganze nochmal ein bisschen. Dann die Klassiker. Wir machen jetzt hier mal beim Gehege eine Besucherplattform so. Und die andere... Dann hier hin. Dann haben wir hier nochmal eine weitere Möglichkeit, dass die Leute das Gehege anschauen können. Gleichen wir es nochmal ein bisschen an. Ich bin gespannt, was unser Kano gleich sagt. Der ist nämlich gleich fertig. Und der kriegt... Kriegt er eine Lebenfutterstation? Ja, ne?
kriegt er eine. Und hier nochmal eine zweite. Doppelt hält besser. Ich meine, der wird jetzt sowieso nicht unseren Mutabasaurus fressen. Also von daher mache ich mir überhaupt keine Gedanken, dass da irgendwas schief gehen würde. Oder schief gehen könnte. Außer Strom. Wir brauchen ein neues Kraftwerk. Und da bauen wir mal ein großes Kraftwerk hier hin. Ziehen wir es hier hin. Verbinden es mit dem Strom hier. Ich glaube, ein Sturm zieht nicht auf. Ich glaube, es ist nur normaler Regen. So, wieder alles ein bisschen glätten. Lassen wir den Kanu frei. Oh, schön. Er freut sich hoffentlich hier zu sein. Ach, fehlender Wald. Okay, er braucht noch ein bisschen Wald. Okay. Du kriegst ein bisschen Wald. Wir machen das jetzt mal ein bisschen... Wir machen das jetzt mal clever. Hoffentlich. Lass mich einfach so. Und dann reißen wir das hier einfach ab. Und schon hat er genug Wald. Das war einfach. Jetzt holen wir, ich meine, wir brauchen noch den, wir holen uns nochmal einen zweiten hier. Und dann holen wir das Ranger-Team direkt mal dorthin. Also wer Jurassic Park gesehen hat, also den Original Jurassic Park von 93, der kennt auch noch diese schnellen Scheibenwischer. Die waren nämlich wirklich so schnell. Das war echt, also... Da gibt es ein paar schöne Szenen im Film. Also ist der Film lohnt sich. Schaut ihn euch am besten mal an. Ist ein Filmklassiker. Also, oh. Kann ich jedem nur empfehlen. Ein Meisterwerk, wie ich finde. Ich bin nicht so der Filmfan, um ehrlich zu sein. Also ich schaue ab und zu mal ein paar Filme. Aber Jurassic Park, das Original, alter Schwede. Habe ich als Kind gesehen. Und ich war hin und weg vom Film. Großartig. Das ist echt... Also... Der Film ist aber auch relativ gut gealtert, muss man ehrlicherweise sagen. Also man kann ihn jetzt auch fast 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung kann man ihn echt noch ganz gut schauen. So, wir platzieren hier mal ein Tor hin. Und das Ranger-Team bleibt hoffentlich da. Dass sie auch kennen, dass sie einfach hier auch ne, ohne Plan hier langfahren, aber... Oh, ich glaube, der hat Bock auf uns, oder? Bleib hier einfach stehen und warten. So, wir lassen jetzt den Mutabasaurus. Die sollen ja beide darauf zu sehen sein. Lassen wir ihn einfach mal raus hier, dann müssen wir gleich ein Foto von machen. Ja, hallo, du bist gleich gefressen. Nein, bitte nicht. Tu mir nicht weh. Ich bin lieb. Sogar die Sonne gerade raus im Hintergrund. Schönes Bild, schönes Bild. Oh, du Alter, da geht's direkt los. Wo ist das Ranger-Team? Nein. Nein, nicht zurückfahren. Ich muss ein Foto machen. Da fahren die einfach weg, ne? Wo sind die? Hat er die schon gefressen? Ja. Aha, sehr gut. Wir haben den Carnotaurus drauf und den Mutabasaurus, der in Panik geraten ist. Sehr gut. Oh oh. Ich kenne mich mit Fotografie aus. Nicht so gut wie Sie, wohlgemerkt. Oh, dafür haben wir noch gut Geld bekommen. Das heißt, wir können auch gleich die nächste Mission annehmen. Team sind wir unaufhaltbar. Wirklich gut gemacht. Ah, verbessertes Marketing 2.0, globaler Betrieb, das ist sehr gut. Können wir gleich mal gucken, ob wir es erforschen können. Aber das war doch schon mal ein ganz guter Start, würde ich sagen. So sehr ich den Kano hier auch mag.
Wir sollten uns mal einen zweiten züchten. Ich werde den Utaburasaurus da jetzt mal rausholen. Und wir züchten uns einfach noch einen zweiten Kano. Und dann ist das hier einfach das Kano-Gehege. Dann sollte das auch passen. Kostet uns 5 Millionen, aber die haben wir locker auf der Tasche liegen. Zahlen wir schon fast aus der Portokasse. Hier haben wir die Edmontos. Hatten wir schon? Moment, hatten wir schon den Muta? Muss mal gucken. Normaler Betrieb, ein Gegenstand. Hier machen wir dann das verbesserte Marketing. Kostet uns 5 Millionen in der Forschung, aber das nehmen wir auch mit. So, den hier können wir auch, der kann auch freigelassen werden. Der neue Muta. Und der ACU-Helikopter ist ja da. Das heißt, wir schicken den gleich mal dahin zum Betäuben und dann nehmen wir den hier schon mal mit. Und ich würde sagen, wir packen ihn hinten zu den Panthers. Hier. Produkt muss eingesammelt werden. Und den zweiten dann auch gleich. Ich meine, der kommt gerade noch raus, ist gerade frisch da und zack, schon liegt er. Ja, macht einen Spagat. Ne? So, und dann wird er hierhin transportiert. Ich hoffe, die Pentaceratops kommen damit zurecht. Ich meine, der Bestand ist okay. Idealer Bestand 3 bis 9, das sollte passen. Und dann müssen wir gleich mal beim Mutaparosaurus mal gucken. Dass die auch fast zeitgleich ankommen, ne? Die landen parallel. Und die Panthers freuen sich. Ja, kommt hier auf die Hörner rauf. Wir werden gleich aufgespießt. Die landen echt synchron. Alter Schwede. Ja, wir brauchen auf jeden Fall nochmal hier ein bisschen mehr. Die Panthers kommen damit zurecht, ja. Das ist in Ordnung. Aber wir züchten uns dann hier nochmal einen Mutaparosaurus heran. Und ja, das sollte passen. Info. Zellgruppe 3 bis 9. Ja, Bestand 6 bis 20. Dann reicht es, glaube ich, wenn wir nochmal einen uns hier züchten. Dann nehmen wir nochmal einen neuen Auftrag an. Wir brauchen nämlich hier Mission Inselbewertung erhöhen. Die brauchen wir auf jeden Fall jetzt. Das heißt, wir werden jetzt hier nochmal einen Auftrag für die Unterhaltungsabteilung annehmen. Diese Gelegenheit ist zu gut, Hotel. Um sie sich entgehen zu lassen. Ja, dann. Also, haben wir doch schon das Hotel. Hier. Park überfüllt 77%, das heißt, wir bräuchten bald auch mal ein neues Hotel. Je mehr Gebäude wir haben, desto eher können wir unsere Einnahmen steigern. So, und wir haben jetzt Auftrag abgeschlossen, wenn sie es bauen. Das wäre geschafft. Okay, das haben wir geschafft, ja. Oh, eigene Betragung. Mal gucken. So, Mission, Inselbewertung erhöhen. Ausbrüten und im selben Gehege freilassen. 8 Stuti. Struthio Mimus mit der Bewertung 12. Ach, genau mit der Bewertung. Moment. Nee. 4 Edmontos mit der Bewertung 28 und 4 Corythosaurus mit 35. Ich denke mal, es ist mindestens 35. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein neues Gehege. Und das sieht doch hier genau ganz nett aus. Genau das wollte ich hören. Die Unterhaltungsabteilung ist schließlich die spannendste von allen. Ja, natürlich ist jede Abteilung ist die beste von allen. Ich kenne das Spielchen. Isaac möchte also qualitativ hochwertigere Dinosaurier als Exponate, hä? Davon hätten wir wohl alle etwas. Der Aufwand wäre wahrscheinlich gerechtfertigt. Aber nun ja, ich werde etwas Zeit brauchen. So, der zweite Kano ist da. Ja. Sehr schön. Und ich überlege, ob wir... Wir haben ein Kraftwerk. Wo ist denn das? Das hier ist ausgefallen. Und dann schicken wir die los, um hier nochmal wieder ein bisschen was aufzufüllen bei den Futterstationen. Aufträge, Aufträge, Aufträge. Oh Gott. Besucherschutz. Was ist das denn für eine Mission? Als ob so viele Leute bisher von Fleischfressern gestorben sind. Also sorgen Sie dafür, dass 2 Minuten lang nicht mehr als 6 Gäste durch Fleischfresser sterben. Ja, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Was soll da schon passieren? Mal ehrlich. Wie wäre es also, wenn wir schön auf unsere Gäste aufpassen? Als ob. Ich glaube, hier ist noch nicht ein einziger Gast gestorben in diesem Park. Zumindest seit ein paar Tagen nicht mehr.
Also nicht, dass ich wüsste, dass jemand gestorben ist, habe ich nicht gesehen. Und eigentlich könnten wir sogar bei den meisten Gehegen das Salmon-Entwicklungslabor jetzt sogar abreißen. Ich meine, hier brauchen wir es jetzt eigentlich nicht. Das heißt, wir können es hier eigentlich echt abreißen. Stört ja. Also ich meine, wir brauchen es halt gerade nicht. Wir züchten ja oder wir brüten ja hier nichts aus. Und wir haben halt wieder ein bisschen mehr Strom, den wir hier nutzen können. Und können natürlich hier nochmal ein Tor reinpacken. Und damit wir hier nochmal mehr Besucher hinkriegen, können wir eigentlich auch nochmal vielleicht sogar hier, wir packen es hier hin. Hier direkt eine Beobachtungsplattform. Dann haben wir mehr Möglichkeiten, dass die Besucher sich was anschauen können. Und das Tor, das hier brauchen wir eigentlich gar nicht. Vielleicht eins zu viel gebaut einfach, ne? Dann kann ich jetzt eigentlich das andere da hinten eigentlich abreißen. Das hier. Moment. Jo. Hier haben wir noch den Mutaburasaurus. Den können wir nochmal freilassen. Und dann sollten die hier zumindest... Ich weiß, der ist einsam. Soziale Gruppe 3 bis 9. Ja, da hinten kommt doch der dritte. Jetzt ist er auch wieder zufrieden. Sehr gut. Und er hier schläft auch. Ist auch zufrieden. Und der dritte kommt hier. Hallo? Wacht auf? Ja, da ist Wasser. Ich gehe einfach mal vorbei hier. Zack. Passt jetzt aber auch mit der Zufriedenheit. Sehr gut. Fantastisch. Und die Pentaceratops passt vom Bestand her auch. Sehr gut. Ein schönes Gehege. Das neue Gehege mit der Mission, die wir hier machen sollten. Packen wir hier hin. Gleichen das nochmal ein bisschen an wieder. Vom Gelände. Sehr schön. Natürlich brauchen wir auch wieder ein paar Zäune hier. Da können wir aber einfach den leichten elektrischen Stahlzaun verwenden. Was soll schon passieren? Oh, die Moment. Wo sind die denn jetzt? Lösen wir kurz Alarm aus. Ich weiß nicht, wie die Raptoren da gerade rausgekommen sind. Ich glaube, so... Ist das von der Größe her dann auch ausreichend? Dann packen wir hier hinten direkt ein Tor dran. Und kümmern uns gleich um Wasser. Nehme ich an der Stelle hier. Dann kriegen wir noch ein wenig Wald hier hinten hin. Ah, hier so ein bisschen, zack. In der Hoffnung, dass das dann schon reicht. Dann natürlich eine Beobachtungsplattform, wie immer. Hier an der Stelle. Und dann auch nochmal eine hier. Sogar der Weg sieht noch gut aus. Hui. Surprise, surprise. Oh nein, Wald wollte ich doch gar nicht bauen. Shit.